So, dann sind wir auch zu Hause angekommen, ne? Und ich denke mal, wie nach jeder Mission, ne, erscheint Unika. Ich denke mal auch, in diesem Fall erscheint auch Unika, ne? Oder auch nicht, oder doch? Kapitel 10, die goldenen Reifen. Ich habe auch gesehen, es gibt ein Achievement. Wir müssen eine Mission nicht bestehen. Also wir müssen eine Mission failen. Fail a mission, mission. Lena! Ne? Und wir müssen natürlich noch alles kaufen. Das werde ich auch gleich machen. Das Einhorn ruft mich wieder. Wo ist nur diesmal, wenn ich dem Einhorn bei einer weiteren... Ja, Lena! dann reiten wir zur nächsten Markierung. Ne? Wo ist denn Lena! Markierung? Da. Da ist es. Da ist die Markierung. Aber dieses Achievement, wie gesagt, besteht, also Fail a Mission, ne, können wir auch ein neues Spiel machen. Dann machen wir das hier. Ich weiß nicht. Sollen wir das jetzt angehen? Ne? Nee, das mache ich auf dem neuen Spielstand. Ne? Wir werden auf jeden Fall nach dieser Mission nach Unica werden wir alles kaufen. Ne? Weil ich Unika, da habe bist du ja. mitbekommen, also gelesen, dass man alles kaufen muss. Alle Haarstyles, alle Anziehsachen und natürlich für das Pferd auch alles kaufen, bevor man Mission 15 erreicht. Ne? Weil dann habe ich gelesen, ist das nicht mehr erreichbar. Keine Ahnung. Das werden wir auf jeden Fall gleich auch machen, ne? Lena, schön, dass du mir wieder bei einer Aufgabe helfen willst. Spring auf. Ah, und geradeaus sehen wir ein Miniaturpferd. Scheiße, sollen wir das holen? Wo sind wir denn hier? Ach, an der. Ah, okay. Okay, ja. Das ist easy. Das tun wir später. Oder gleich. Reise mit mir zum Startpunkt der Jagd nach den goldenen Reifen. Schau auf der Karte nach, wo es ist. Wenn du dort angelangt bist, erkläre ich es dir. Okay. Dann können wir das auch jetzt holen, das Pferd. Miniatur natürlich nicht. Wird jetzt nicht angezeigt, ist ja egal. Ja. Wie gesagt, machen wir das gleich, ne, wenn wir wieder im freien Modi sind. Ne. Wunderbar. Du hast den Startpunkt erreicht. Ich erkläre dir nun deine Aufgabe. Wir benötigen jetzt 7 goldene Reifen. Du erlangst sie, indem du mit mir durch sie hindurchreitest. Sie sind auf dieser Strecke immer zwischen 2 Pfosten platziert. Reite also die Strecke ab und nehme dabei 7 goldene Reifen auf. Du musst immer zwischen den beiden Pfosten hindurchreiten, auch wenn dort kein goldener Reifen ist. Ja, das Neben machen den wir. goldenen Reifen sind auf der Strecke auch bronzene und silberne Reifen vorhanden. Diese darfst du jetzt aber nicht einsammeln. Reite an ihnen vorbei und nehme sie nicht auf. Das kennen wir. Das Prozedere kennen Nimmst du wir, aber ne? dennoch einen bronzenen oder silbernen Reifen auf, so verlierst du 3 goldene Reifen und musst sie Okay. erneut. Bist du bereit? Reite in die Markierung am Ja, Start. wir sind bereit. Viel Glück. Ja, das habe ich jetzt einfach übersprungen, weil das, wie gesagt, kennen wir. Ne? Und wir müssen jetzt die goldenen Ringe einsammeln, nicht die silbernen oder die Bronze. Ne? Wie gesagt, 7 goldene Reifen. Ne? Oh, das war knapp gewesen.
Oh, wie Sie haben wir genügend goldene Reifen schon eingesammelt. Ja, sammeln wir trotzdem noch einen, ne? Schadet ja nicht. Und geradeaus ist auch schon das Ziel. Sehr schön. Wunderbar, Lena. Du hast alle erforderlichen goldenen Reifen erlangen können. Sehr gut gemacht. Hier, du erhältst einen Lohn, denn den hast du dir wahrlich verdient. Du musst nun wieder in deine reale Welt. Denke daran, ich kann dich erst wieder rufen, wenn du einem Menschen geholfen hast. Besuche Mark im Dorf. Spring runter. Bis bald, Lena. So, dann gehen wir jetzt Mark besuchen. Habe ich ja gesagt, David sowieso zu Mark reiten müssen. Ich glaube, Mark ist eher im Dorf, ne? Dann können wir auch direkt die Dings sammeln. Natürlich kapitulär. Das Einhorn erwähnte, dass ich Mark im Dorf besuchen sollte. Das machen wir jetzt auch. Dann kann ich direkt die Dings einkaufen. Die ganzen Kleidungsstücke vom Pferd, ne, inklusive von Lena. Und, wie gesagt, ganz Kleidung von Lena, ne, Haarstyle einkaufen und natürlich auch von die Pferde, ne, die Accessoires und alles. Das kaufen wir jetzt alles ein, ne, so wie dass wir die beiden Achievements haben. Und dann müssen wir eigentlich nur noch die ganzen Sammelobjekte, Collectibles sammeln. Na, aber ich denke mal, wie gesagt, das mache ich alleine. Ja, weil das ist viel zu langweilig, ne? Deswegen, was ich sehe, nehme ich mit. Was ich nicht sehe, sammle ich, wie gesagt, alleine ein. Na, aber wie gesagt, jetzt reiten wir erstmal ins Dorf, ne? Zum Mark. Und ja, mal gucken, wie wir ihnen helfen können. Wie gesagt, wir gehen erstmal hier in diesen Laden hinein, ne, und werden hier erstmal alles aufkaufen. Ne. Was kann ich da jetzt kaufen? Kann ich jetzt. Ach, da unten. So, dann kaufen wir die Accessoires. Also Accessoires, ja klar. Kleidung, ne? Hose. Und die Schuhe. Das müssten wir theoretisch alles aufgekauft haben, aber immer noch kein Achievement. Null. Ah, hier gibt es noch mehr. Jetzt.
Und dann gehen wir noch in das andere Geschäft hinein. Ja. Geradeaus. Ach, können wir nicht zu Marc? Scheiße. Also das, ja. Ah, fuck. Oder? Geht das trotzdem? Wir müssen hier alles kaufen. Ah, dann machen wir das nach der Mission. Ja, bevor wir dann, denke ich mal, wieder die nächste Mission von Unika machen, gehen wir dann erstmal zu Marc. Hallo Marc. Na, wie geht's? Ja, Marc, wie geht's dir? Hallo Lena. Ich helfe meinem Vater und entwickle eine Salbe für die Hufpflege. Oh. Das ist schön. Ist die Salbe schon fertig? Nein, leider noch nicht. Ich probiere noch einige Dinge aus, denn es soll alles rein natürlich hergestellt werden. Mir fehlen momentan noch 7 Zutaten. Wenn du möchtest, hole ich dir die Zutaten. Welche sind es denn? Oh, das wäre sehr hilfreich. Ich habe eine Liste der Zutaten. Hier, bitteschön. Wunderbar. Na, dann lege ich gleich mal los. Vielen Dank, Lena. Okay, dann wollen wir mal diese Zutaten sammeln. Und als erstes müssen wir am Dorfteich natürlich wieder anfangen mit dem blauen Kraut. Finde den blauen Kraut beim Dorfteich, ne? Habe ich das blaue Kraut. Finde den braunen Pilz. Und wo ist der? Der erscheint weiter geradeaus. Müssen wir weiter, ne, und dann rechts reiten. Jetzt nach links reiten. Und hier soll da auch... Ja, da ist die Markierung. Und hier muss da sein. Ne? Und sehen wir geradeaus eine Miniaturfigur? Oder ist das ein... Nee, das ist ein Baum. Das ist ein Blatt. Aber, aha! Seht ihr es ganz geradeaus? Da ist ja der braune... Hole Wasser am See. Das machen wir jetzt sofort. Jetzt, wo ich hinreite, geradeaus. Man sieht die Miniaturfigur. Ne? Die holen wir. Dann reiten wir direkt zum Wasser. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, die ganzen Miniaturfiguren vom Pferd Unika, ne? Die, was wir sehen, wie gesagt, sammeln wir ein. Ne? Und die restlichen Miniatur Ja, Figuren von Unika werde ich dann, wie gesagt, privat einsammeln. Ja, so, dass ich das Spiel komplettiere. Ja, weil, wie gesagt, Mission ist ja auch, das Spiel zu komplettieren, inklusive aller Achievements. Ne? Da ist das Wasser. So, dann als nächstes finde Erde vom Feld. Ruhig, ruhig, Brauner, ruhig, ruhig, ruhig. Hier ist eine schöne unbehandelte Erde. Und als nächstes brauchen wir das rote Kraut. Da sind wir auch schon. Schönes rotes Kraut.
und hole Sand vom Strand. Ja, wir müssen drehen. Da müssen wir lang. Und hier waren wir noch gar nicht. Hier ist bestimmt auch irgendwo ein Miniaturpferd, ne? Denke ich mal, oder? Naja, ist jetzt egal. Wir holen erstmal Sand. Ja, 4 Mark. Der Sand vom Strand ist schön weich. Und dann findet der Rats von einem Baumstumpf. Da ist er schon. Jetzt habe ich auch noch den Harz vom Baumstumpf. Fertig. Oh. Ich habe alle 7 Zutaten für Mark eingesammelt. Okay, dann bringen wir mal die ganzen oder die 7 Zutaten zu Mark. Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt, aber ja, wenn das die letzte Zutat war, dann wie gesagt, reiten wir zu Mark, ne? Und da sind wir auch schon. Na, aber nicht in der Markierung. Jetzt. Hallo Mark, ich habe jetzt alle 7 Zutaten für dich. Tatsächlich. Alle 7 Zutaten. Du hast mir wirklich sehr damit geholfen. Vielen Dank, Lena. Hier, du bekommst eine Belohnung. Ab nach Hause. Jupp, ab nach Hause. Ne? Aber wie gesagt, ich hoffe, wir können. Ja, wir können jetzt erstmal die letzten. Die restlichen Sachen hier kaufen. Ne? Für das Pferd. So dass wir auch diese Achievement dann haben. Ne? Was? 2. Ne, ich will das Pferd doch nicht kaufen. Wait, wo kaufen wir die Accessoires? Gut, dass ich noch nichts gekauft habe, ne? Wenn wir im Dorf sind, ne? Auf der rechten Seite. Also hier. Hä? Warte. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Wo können wir Accessoires für Dings für das Pferd kaufen? Ah, mit LT. So, wie gesagt, kaufen wir alles hier leer für dieses Achievement. Na. Ist das letzte gewesen, ist, wenn wir jetzt erfahren. Ja, und da ist auch dieses Achievement, wie ich gesagt habe, sehr gut. Jetzt haben wir alle Sachen gekauft, wie das Pferd, sowie unsere Kleidungssachen, ja, und natürlich auch unsere Haare, also Haarfarben. Perfekt, jetzt können wir das Spiel theoretisch
beenden. Wie es mit den Sammelobjekten ausschaut, ich denke mal, das können wir auch nach dem Spiel noch machen. Es läuft ja nicht weg. Aber wie gesagt, dann reiten wir erstmal nach Hause. Ne? Und wir müssen auch noch das Pferd säubern. Ne? Denn das Herz, ne? Wir müssen ja auf das Herz achten. Ne? Das ist die Lebensanzeige von unserem Pferd. Ja, und man weiß ja, was passiert, wenn die Lebensanzeige, also wenn das Herz nicht mehr pink ist, oder die, doch, die ist doch pink, ne? Wenn die nur noch weiß ist, also wenn die, wenn da keine Farbe mehr drin ist, ja, dann heißt es nur noch Ruhe und Frieden. Ne? So, wie gesagt, säubern, ne? Müssen es hier sauber halten. Haben wir das auch geschafft. Na, nächstes Werkzeug. Wir brauchen kein nächstes Werkzeug. So. Ja, die Lebensanzeige ist wieder aufgefüllt. Sehr schön. Und dann gehen wir zur nächsten Mission. Ich denke mal, wie gesagt, wir müssen Unika wieder für eine Aufgabe für Unika machen, oder? Kapitel 12, das Schwert des Wächters. Ja, das ist eine Aufgabe von Unika, ne? Lena! Jo. Da! Ich muss zum Einhorn reiten, Lena! Jo, wir reiten zum Einhorn, ne? Lena! 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 Hallo Unika! Ich habe dich gefunden! Lena! Schön, dass du mir wieder bei einer Aufgabe helfen willst. Spring auf! Heute müssen wir ein Gebiet nach einem Schwert absuchen. Finde das Schwert des Wächters der Traumwelt. Schau dir das Schwert gut an, denn genau dieses Schwert musst du finden. Okay, Unika, dann machen wir es, ne? Oh. In dem Suchgebiet sind aber viele Schwerter verteilt und nur eines ist das Richtige. Finde es und reite drüber weg, um es aufzunehmen. Okay. Wenn du das Schwert des Wächters aufgenommen hast, bringe es zum Übergabepunkt. Der Übergabepunkt wird angezeigt, sobald du das Schwert des Wächters aufgenommen hast. Los geht's! Okay, los geht es. Dann finde das Schwert des Wächters, ne? Dann starten wir mal diese Mission, ne? Dann wollen wir mal, wie gesagt, Unika helfen. Und das natürlich im Zeltlager, ne? Oder am Zeltlager.
Das wird auf jeden Fall wieder einfach sein, denn das wird auf jeden Fall blinken. Das blinkt nicht, ganz vergessen. Da hinten hat es geblinkt. Da hinten blinkt es, ne? Oder? Hat es da geblinkt? Ne, sobald irgendetwas hier blinkt, weiß genau, das ist das Schwert, ne? Das ist nicht. Okay, das wird ein bisschen schwierig jetzt. Ui, was ist das denn? Wie groß ist denn das Gebiet? Ach, das ist gar nicht so. Ui, das ist doch ein bisschen groß. Ich denke mal, hier ist nichts mehr, oder? Ach doch, es gibt bis hier hinten. Das ist aber nicht. Ich dachte, wir hätten das direkt am Anfang gesehen. Schade. Das haben wir nicht gesehen. Okay. Wo ist das Schwert? Jetzt sehe ich es nicht. Doch, was ist das? Wait. Ist es hier? Ist das hier? Ne, hier ist es nicht. Okay, dann reiten wir mal weiter. Sonst hätten wir das schon gesehen, wenn es hier draußen wäre oder sein sollte. Doch, da oben ist es. Geradeaus, da oben. Da oben ist es. Das muss es ja sein, ne? Ja, da ist es. Perfekt. Sehr schön. Das Unika. Oder? Nee, das, achso, das ist Schwert des Wächters, ne? Hervorragend, Lena. Du hast das Schwert des Wächters der Traumwelt gefunden und zum Übergabepunkt gebracht. Vielen Dank. Du hast dir deinen Lohn wirklich verdient. Hier, bitteschön. Felix benötigt deine Hilfe bei einer wichtigen Aufgabe. Reite zu ihm. Wenn du ihm geholfen hast, kann ich dich wieder rufen. Spring ab. Bis bald. Okay, dann reiten wir jetzt zu Felix, ne?